Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 3. Und wir sind hier in der Provinz oder im Gebiet Capite West und es gibt noch Capite East. Das wird wohl Ost und... also West und Ost sein, logischerweise. Und ja, wir haben hier noch einige Ansiedlungen, die wir befreien und müssten und so. Und ich habe jetzt mal überlegt, wir könnten jetzt natürlich auch die nächste Hauptmission machen. Aber irgendwie erscheint es mir sinnvoller, wenn wir hier noch ein bisschen Gebiete befreien, damit wir... also da und wahrscheinlich auch hier Gebiet befreien, sofern das geht. Damit wir an die Herausforderung für den Enterhaken rankommen. Da fehlt ja jetzt nur noch eine im Endeffekt. Oder würde nur noch eine fehlen. Und ja, da machen wir jetzt halt erstmal ein bisschen Rampage. Ja? Zur Abwechslung. Ja, macht man in Just Cause ja nicht so oft. Habe ich gehört. Ja. Und ja, gut, ich meine, Satellitenschüssel, Turm und dann war es das wahrscheinlich auch. Oder? Oh, guck mal. Ach, guck mal, das ist ja süß. Pass auf, wir nehmen jetzt die Satellitenschüssel auseinander. Dann nehmen wir den riesigen Trafo auseinander. Dann sehen wir da, oh, da stehen ein paar Doppler-Radare, da ruft irgendeine Heini da Verstärkung. Eine Granate, da sind aus den drei Doppler-Radaren schon nur noch eins geworden. Und zack, ist das letzte Doppler-Radar auch hin. Und, ja, wir haben dann jetzt noch hier so einen duseligen Turm, ja. Den könnten wir auseinandernehmen, ja. Wir können uns das aber auch sparen und den Heli nehmen hier. Da müssen wir nicht mit unserer teuren Munition rumballern. So. Tür auf, Rico rein, Turm weg, ja. So, auch wenn die Kamera was dagegen hat, der Turm ist jetzt hin, ja. Persönliche Bestzeit für Ansiedlungsbefreiung, glaube ich. So, da haben wir auch noch was, was wir befreien können. Oder haben wir hier noch was, was wir sehen? Na, da hinten wir noch eine. Ah, ist auch egal. Wobei, 800 Meter? Ach, wir müssen eh alle mal machen. Aber wir können vielleicht mal... los, Karte lad. Wir können mal kurz gucken, ob da was ist. Einfach auch, damit man es im Zweifelsfall mal kurz entdeckt. Sehe ich da Dinge, die ich zerstören kann? Sehe ich sie? Nein, ich sehe sie nicht. Das ist auch keine Ansiedlung in dem Sinne. Okay. Wegpunkt. Und Paddy. Ah, das ist aber eine Stadt, das ist natürlich nicht so gut. Wobei, auf der einen Seite ist es gut, weil sie keine Luftabwehr haben, auf der anderen Seite ist es schlecht, weil ich nicht alles mit dem Heli machen kann. Ich bin sowas von bereit. Das ist natürlich irgendwo der Vorteil von so Stationen oder Außenposten. So. Aber die ganze Zerstörung können wir natürlich jetzt schon mal mit dem Heli machen. So, Lautsprechertürme. Propaganda-Laster da. Unzerstörbare Propaganda-Laster? Fragezeichen? Sag mal, willst du mich trollen? Geht doch. Ein Projektor. Oder in dem Sinne einer weniger. Ah, da haben wir noch eine Statue. Da werfen wir im Zweifelsfall den Heli hinter drauf, wenn das nicht klappt. Wobei, na, mit dem Maschinengewehr kommt man da auch schon ganz gut bei eigentlich. Da hat er nämlich jetzt gerade schon direkt seinen Kopf verloren. Vielleicht verliert er noch ein bisschen mehr als den Kopf. Zack, ist die Statue hin. Je höher der Baum, desto tiefer der Fall. Und da, wo bleibt die Zentrale? Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Guck mal, hier ist die Polizeistation. Das heißt, da haben wir schon mal irgendein elektrisches Gerät. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Gefangene befreien. Ja, eine Schaltanlage. Da haben wir auch direkt noch zwei Tanks. So. Okay, es gibt hier nur zwei Tanks. Die letzte Schalteinheit ist bestimmt auch da drin. Oder? Ah, ja. Oder die letzten, vielmehr. Fehlt uns noch was? Sagte, fehlt uns noch was? Hm, ja, okay. Also ein Plakat fehlt noch. Ich sehe es auch schon. So. Guck
guck mal, dann nehmen wir dann direkt mal hier die Platte da. Da kann man nämlich sehr gut mit dem Heli drauf landen. So, Heli ist gelandet. Wo sind die Eingänge? Also ich sehe hier welche, die aufsprengen könnte. Da ist einer. Zack, Tür ist auf. So, Rebellen sind gerufen. Eine Gefängniszelle. Machen wir kurz auf. Ich hoffe mal, dass die mich lassen. So. Hacking in progress, ja. So, guten Tag und tschüss. Ja. Ach, ich soll noch für Verwüstung sorgen? Ach ja, das kriege ich doch mit dem Heli ganz gut hin. Den anderen Heli höre ich nämlich schon. Hehe. Das wird euer Untergang sein. Das ist euch klar, oder? Nur! Entsendung von Elite-Einheiten autorisiert. Ich verspüre etwas Widerstand. Er wird nicht lange halten. Er wird nicht lange halten. Woher ich das weiß? Auch nur so eine Vorahnung. Ich weiß auch nicht. Da können wir ein bisschen reinballern. Dich wird niemand vermissen. So. Teilstation ist sowieso so ein bisschen am Absaufen jetzt. Da muss ich nur aufpassen, dass ich keine Verbündeten mitnehme. So. Flagge hießen ist angesagt. So. What the fuck? Ups. Ich habe mich selbst umgebracht. Verdammt. Ha, herrlich. So. Flagge hissen. Und dann ist hier auch wieder fertig. Ups. Ach komm, jetzt habe ich aus Versehen. Das war das erste Mal, dass ich aus Versehen so einen Regierungstypi getroffen habe. Das gibt's doch nicht. Irgendwo, irgendwo Enterhaken inwerfen. Zack, erstmal so einen Regierungstypen getroffen. Das spricht dafür, dass es die Dinger überall gibt, ja? Oder die Typen. So, Garage. Irgendwas mit Booten. Irgendwas mit Flugzeugen. Leider nichts mit Enterhaken. Ein Diravello-Band. Tag 65. Es wird Zeit für eine Tragödie, die Präsident Dante erneut in unsere Basis führen wird. Aber vorher muss ich mein kleines Lamm zur Schlachtbank führen. Heute Nacht setze ich ihm einen Floh ins Ohr. Okay, jetzt wollte ich gerade eigentlich nicht... Und Schwestern, Arcus Berantia hat den Truppen von General Diravello gerade Arriveder gesagt. Rico und die Rebellen haben es wieder mal geschafft. Viva la Revolution! Eigentlich wollte ich gerade nicht auf die Karte schauen. Und bin deswegen mal irgendwo hingeflogen. Da habe ich direkt diese Ansiedlung entdeckt. Die man ja einfach mal auch so ein bisschen aus der Luft bearbeiten kann. Ah, da wird es wahrscheinlich nicht reichen, das so zu machen. Aber für besonders schwere Fälle wie diesen großen Gastank haben wir ja noch schwereres Geschütz an Bord. So, ja. Also, wenn ich bitten darf, es gibt ein bisschen Party, ja. So. Komm, Leute, ganz ehrlich. Ein Granatwerfer, da muss das knallen. So. Das war gut durchlöchert. Oh, nein. Da werden die Lebenspunkte ein wenig knapp. Da müssen wir ein bisschen anschieben hier. So, der Tank ist hin. Nein, ich habe mich... Nein, okay, ich wurde erschossen. Da faltete sich noch schnell der Fallschirm zurück und meine Munition setzte sich wieder auf volle Werte zurück. Sehr gut. Ja. Jo. Da hat auch gerade irgendwas anderes geballert. Oh, die hat einen Panzer. Verdammt. Hätte ich auch verwenden können. Ja, ich weiß schon, wo der letzte Tank ist. Ich habe da so eine Vermutung. Nicht genau hier. Siehst du wohl. So, das ist direkt befreit worden. Ja. Ah, ich gucke einfach mal, wie viel der Ansiedlung das jetzt war. Hab ich gar nicht aufgepasst. Die vierte von fünf. Das war witzig. Wo machen wir weiter? So. Ja, wo machen wir weiter? Das ist eine gute Frage. Pass auf, da machen wir eine Schnellreise hin. Hat mich das jetzt eine Fackel gekostet?
Ich glaube nicht, oder? Rico. Bitte. Doch, hat es. Verdammt. Haben wir ihn verloren? Probier's mal. Bitte vielleicht kommen. Kannst du unsere Piloten motivieren und lernst sogar selber noch was dazu. Na? Also wenn ich ehrlich bin, hatte ich die Hoffnung, dass hier einfach ein Flugzeug ist. Ich muss ja irgendwie zu dieser duseligen Plattform kommen da hinten. Also ich meine, gut, ja, wir können das auch gerne mit dem Flugzeug mal kurz machen. Also, wenn wir jetzt eh schon die Fackel dafür aufgebraucht haben, dann können wir es auch nutzen. Wettfliegen. Fliege durch alle Kontrollpunkte. Oh, mit dem Kampfjet. Ja, das kann ja nur gut klappen. Was soll schon passieren? Ich weiß auch nicht. Und hier ist irgendwo ein Collectible in der Nähe, aber das juckt mich jetzt gerade nicht. 17. Ganze 17 Punkte haben wir, durch die wir fliegen müssen. Wäre natürlich lustig, wenn ihr jetzt auf dem Weg einfach die Boss-Plattform mitnehmen könnte. Aber das wird nicht so einfach funktionieren. Wobei ich sagen muss, halt Kampfjets waren in Just Cause 2 wirklich mein liebstes Fortbewegungsmittel, was einen Motor hatte, ja? Sofern man das den Motor nennen kann hier. Na? Wow! Na! Oh Gott! Wir sterben. Wir werden alle sterben. Früher oder später. Wobei bei meinem Flugstil wahrscheinlich eher früher. Nein, das ist das nächste. Muss mal ein bisschen bremsen. So. Da unten. Mal gucken. Ah, das hat sogar noch funktioniert in dem Winkel. Vollgas! What the fuck? Ah, jetzt sagt ihr mir, dass ich mit P den letzten Kontrollpunkt starten kann? Ja, das ist nett. Danke. Oh Gott, dammit. So, jetzt habe ich mich ein bisschen wieder auf Kurs gebracht. Das Ding qualmt schon vor sich hin, aber gut. Ich hoffe, dass ich einfach mit Kampfjets hier aus der Übung bin. Und dass es nicht an der Steuerung liegt. Wenn ich ehrlich bin. Ich hätte aber auch gerade nicht erwartet, dass ich das noch überlebe, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, mit einem Kampfjet bei gefühlter voller Geschwindigkeit im Wasser aufsetzen, gibt wenige Dinge, die ich mir vorstellen könnte, die weniger, tödlicher sind. Gibt genug Dinge, die ich mir vorstellen könnte, die weniger tödlich sind, aber so, ne? Man weiß, was ich meine. Hoffe ich. Na toll. Ich so, ja, mit 2 Minuten war das jetzt schon scheiße. Das muss man so sagen. So, Bombe raufwerfen, weil ich es kann. Na, 2 Minuten irgendwas. Wenn du natürlich eine halbe Minute um einen so einen Posten herumkreiselst, dann kann das ja auch nichts werden. Das muss man ja so sagen. So, jetzt versuchen wir uns einfach mal ein bisschen im Zaum zu halten mit der Geschwindigkeit, ja. Und dann geht das hoffentlich auch wieder etwas schmerzfreier hier vom Stapel. Jetzt fall bitte nicht ins Wasser, ja. So ganz so langsam wollte ich jetzt auch nicht starten. Aber mit der, ich glaube mit dem normalen 250 kommt man auch schon ganz gut hier durch. Wenn man dann noch, ja, jetzt zum Beispiel kann man vielleicht noch ein bisschen beschleunigen. Dann bremst man wieder ein bisschen oder gibt einfach weniger Gas. So. Jetzt sind wir ein bisschen hoch. Jetzt noch ein bisschen Gas geben, ein bisschen höher ziehen, ne? Dann sind wir gleich, dann sehen wir gleich aus wie eine Fliege, die wir bei 200 km/h in die Windschutzscheibe geklatscht ist. Ja, ein Haufen Matsche. So. Ja. Oh, das ging doch. Oh, die Bäume. Die Bäume sind gefährlich. Jetzt schon mal die Kurve ein bisschen drehen. Wir müssen ja hier einmal einen Richtungswechsel machen. Sehr präzise zwischen den Brückenpfosten her. So.
Ah, 1 Minute 30 ungefähr. Na, toll. Ja, drei Zahnräder gibt's. Guck mal, da droppt die Bombe noch. Ja, sehr schön. Ja, reicht mir. Ja, hat für den Boost gereicht, also. Nächste Freischaltung. Maximal Leuchtfackeln. Ach so. Interessant. Aber dafür brauche ich dann vier weitere. Das heißt, bei meinem Glück zwei Freischaltungen. Moment, oh, wir kriegen den, dürfen den Kampfjet behalten. Oh, das ist ja gut. Wobei, wenn ich so recht bedenke, so richtig gut ist das auch nicht. Wir müssen nämlich dahin fliegen. Oh, 8 Kilometer. Na, egal, wir haben hier Turbo Boost, ja. Außerdem haben wir jetzt einen verdammten Kampfjet. Ja. Ich könnte mir, also hier gibt es nichts Schnelleres. Nach der Schnellreise. Okay, nach der Schnellreise. Ja. Das hat das jetzt schön entkräftigt. Jetzt kann man dauerhaft durchboosten quasi. Was mich aber gerade ein bisschen wundert, ist, dass der keinen Nitro-Schub hat. Was ich ein bisschen ironisch finde, weil wir mit der Herausforderung ja gerade den Nitro-Schub freigeschaltet haben. Aber okay, ist auch gut. Und wenn wir irgendwelche Ansiedlungen auf dem Weg finden, werfen wir einfach mal eine Bombe drauf. Aber ich glaube, die meisten gehören mittlerweile sowieso mir, wie man gerade schon sieht. Kapitän West. Da hätte ich... Ah, nein! Hier wäre tatsächlich ein Flughafen gewesen. Oh nein, der wäre so 100 Meter weiter... Ach man, so 100 Meter von dem anderen entfernt gewesen. So Mist. So, entdeck das doch mal bitte. Hallo? Willst du das nicht mal irgendwie entdecken oder so? Ja, dann nicht. Dann gehe ich beim nächsten Mal wieder zu der Herausforderung und laufe dann halt das Stück zu dem Flughafen ein bisschen rüber. Also, das ist ja lächerlich jetzt. Warum kann ich jetzt schön... Nein. Na, ehrlich? Nebel? Na toll. Sie befinden sich auf Stärke. Das könnte Ärger geben. Ich liebe Ärger. So... Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Bomben fallen lassen. Rems. Junge. Oh Mann. Oh, nein. Oh. Ich bin noch abgesprungen, aber es war einfach zu spät. Oh Mann. Oh, ich habe noch nie mit einem Mal so viele Treffer auf einmal gelandet. Alter Schwede. Das war jetzt schon ziemlich episch gerade, das muss ich ja sagen. Was ist jetzt mit dem Benzin hier, Penner? Kein Autofahrer, der Mann. Muss man ja sagen. Kein Autofahrer. Ja, was willst du denn hier auf einer Plattform machen? Dauert doch, bis die da sind. Gibt's wohl. Schnarchnase hier, ey. Was ist das daneben? Explodiert das? Oh ja, das explodiert. Nein,